E3 2015 ist beendet und die diesjährige Ausgabe der Spielemesse gilt allgemein als eine der stärksten der letzten Jahre. Was haben wir nicht alles für Spiele zu sehen bekommen? Überraschende, bombastische, herzerweichende und richtig hübsche. Und genau denen wollen wir uns in diesem Video widmen. Es folgt eine Übersicht über einige der Grafik-Highlights der diesjährigen E3. Bei denen ist aber natürlich zu beachten, dass die gezeigten Szenen nicht aus finalen Fassungen stammen. Bis zum Release kann und wird sich an der Grafik der genannten Spiele vermutlich noch etwas in die eine oder andere Richtung tun. Realistische Erwartungen schützen vor Downgrade-Enttäuschungen. Jetzt aber geht's los mit unserer Auswahl, die keiner bestimmten Sortierung folgt. Den Anfang macht die Rückkehr von Actionheld Nathan Drake in Uncharted 4, das mit einer Gameplay-Demo vorgeführt wurde und dabei ziemlich beeindruckend aussah. Schon The Order 1886 war ein echter Hingucker mit Schießereien in Großküchen, Restaurants oder anderen Örtlichkeiten, bei denen viele Details der Spielwelt formschön splitterten, explodierten oder anderweitig zu Bruch gingen. Die Marktplatzballerei von Uncharted 4 scheint dem in nichts nachzustehen und auch die Verfolgungsjagd sieht dank kaputtfahrbarer Objekte, vieler Statisten und des cleveren Levelaufbaus toll aus. Und der Schlamm erst, dieser wunderschöne Schlamm, der... Ja. Uncharted 4 jedenfalls hinterließ mächtig Eindruck und selbst wenn das vermeintlich letzte Abenteuer von Nathan Drake im Jahr 2016 vermutlich nicht das technisch beeindruckendste Spiel wird, das Team von Naughty Dog stellte seine Detailverliebtheit und das Verständnis für packende Inszenierung bereits mehr als einmal unter Beweis. Und mit diesen Qualitäten wird Uncharted 4 hoffentlich so oder so ein Blick fangen. Ja. Oh, crap, crap, crap! Nicht nur zum Hin-, sondern für zart beseitete Naturen wohl eher zum Weggucker wird hingegen wohl das nächste Doom, das mit extra spritzigen Splatter-Effekten präsentiert wurde. Aber auch abseits von Pixelblut und zersägten Pixelkörpern schindet das gezeigte Doom-Material durchaus Eindruck. Die Lichtstimmung ist toll eingefangen, die Effekte und Texturen können sich absolut sehen lassen. Nun mag man zynisch behaupten, dass man von id Software auch nichts anderes erwarten sollte und das wäre wohl durchaus richtig, aber sei es drum, Doom sieht trotzdem einfach echt gut aus. Das gleiche gilt für Need for Speed. Die Rückkehr der Rennserie hakt mit Nachtrennen, strahlenden Chromfelgen und nasser Fahrbahn zwar die komplette Klischee-Checkliste des ersten Fast and Furious Films ab, wer sich mit dem Street Racing Setting anfreunden kann, wird sich daran aber wohl nicht allzu sehr stören, denn die Autos sehen klasse aus, die Tuning-Optionen sehen klasse aus und auch die Atmosphäre der Stadt sieht im Trailer klasse aus. Allerdings erkaufen sich die Entwickler durch die dauerhafte Nachtstunde sicherlich die Möglichkeit, beim Detailgrad der Spielwelt zugunsten besserer Performance zu sparen. Ob gerade der Open-World-Aspekt von Need for Speed im fertigen Spiel deshalb vielleicht doch noch kurz vor der Ziellinie aus der Kurve fliegt, bleibt abzuwarten. Wie übrigens auch der finale Look von Star Wars Battlefront. Das wurde ja schon bei der Ankündigung als Downgrade-Kandidat gehandelt. Aber uns geht's bei Battlefront auch gar nicht um die technische Qualität, obwohl man sich um die angesichts der Frostbite-Engine vermutlich ähnlich wenig sorgen muss wie um ein Comeback von Jar Jar Binks in den neuen Filmen. Uns geht es ums Einfangen der Star-Wars-Atmosphäre. Und wenn die Rebellentruppen im Gameplay-Video den Hangar auf Hoth verlassen, wenn die TIE Fighter durch die Luft sausen, wenn es am Ende zum unvermeidlichen Familienstreit kommt, dann ist das Star-Wars-Atmosphäre, wie wir sie schon lange nicht mehr in einem Spiel erlebt haben. Möge die Macht mit dem Team von DICE sein, damit Battlefront im November nicht nur gut aussieht, sondern damit auch die Server laufen. Aber kommen wir noch einmal kurz zu schicken Autos zurück. Die gibt's nämlich nicht nur in Need for Speed, sondern auch bei Forza 6. Und da sind die Autos sogar so schick, dass sie bei der Pressekonferenz sogar engelsgleich aus dem Himmel herabsegeln.
Aber genug über den Bombast der E3 gescherzt, Forza 6 sieht nämlich wirklich toll aus. Wie bei vielen Konkurrenten schinden vor allem die Szenen bei Regen mächtig Eindruck und auch der Detailgrad der Autos inklusive Cockpit-Ansicht schaut schick aus. Rennspielfans haben's gut. Natürlich darf in unserer Übersicht auch Horizon Zero Dawn nicht fehlen. Eine der überraschendsten Neuankündigungen der diesjährigen Messe. Auch bei diesem Open-World-Spiel darf freilich angezweifelt werden, ob die gezeigte Grafik letztlich wirklich repräsentativ ist für das, was die PlayStation 4 auf den Fernseher bringt. Texturschärfe und Polygonmenge werden aber hoffentlich keinen Einfluss auf den spannenden Look der Spielwelt mit ihrem Mix aus Moderne und Urgeschichte haben. Oder auf die grandios in Szene gesetzten Robotiere. Horizon gehört zu den Spielen, die uns nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Das lässt sich übrigens auch über die ersten Gameplay-Szenen zu Rise of the Tomb Raider sagen. Überraschend kommt das freilich nicht, schließlich war bereits das Tomb Raider aus 2013 alles andere als ein hässliches Spiel. Aber die Schnee- und Eisszenen aus dem nächsten Teil gehören wohl zum Besten, was Wasser je in einem Videospiel für uns getan hat. Aber auch sonst überzeugt Laras Rückkehr in den bisher gezeigten Szenen. Bleibt zu hoffen, dass die Grafikpracht diesmal auch tatsächlich mehr Puzzlehöhlen statt hauptsächlich Actionsequenzen inszenieren darf. Holy shit! I don't think I can make that jump! We both know you need them. Mit einem großen Aber dürften viele Spieler die Gameplay-Szenen zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands betrachtet haben. Ob das im fertigen Spiel bis zu dessen Erscheinen noch viel Zeit vergeht wirklich so gut aussieht, bleibt abzuwarten. Geprellte Käufer von zum Beispiel Watch Dogs oder Assassin's Creed Unity sind zu Recht misstrauisch. Wenn es allerdings wirklich so gut aussieht wie hier präsentiert, vor allem in Sachen Weitsicht, dann Hut ab. Das wäre in der Tat eine tolle Kulisse für ein Open-World-Spiel, aber warten wir es ab. Irgendwo dort unten. Direkt vor unseren Augen versteckt sich der wahre Terrorist. Eine tolle Kulisse, die liefert hoffentlich auch Deus Ex Mankind Divided ab, das in den bisher gezeigten Szenen auch ausnehmend hübsch aussah. Die Endzeitwelt ist nicht nur technisch schick, sondern auch stilsicher eingefangen. Und genau wie in Uncharted 4 geht bei zünftigen Feuergefechten offenkundig einiges zu Bruch. 9 Spiele haben wir bereits erwähnt, da die magische Nummer bei solchen Auflistungen laut ungeschriebenen Internetgesetzen allerdings 10 lautet, folgt noch ein Eintrag, den sich 2 Spiele teilen. Und zwar 2 Indie-Spiele. Zum einen wäre da Cuphead, das den Stil von 30er-Jahre-Cartoons derart gekonnt einfängt, dass man beim ersten Blick kaum glauben mag, dass es sich nicht um eine Zwischensequenz handelt. Und dann wäre da noch Unravel, der Indie-Liebling der Pressekonferenz von Electronic Arts rund um ein kleines Wollmännchen. Und mit dem knobelt man sich durch Umgebungen, die wirklich herzallerliebst gestaltet sind. Und mit diesen Bildern beenden wir unsere Auflistung einiger der diesjährigen Grafik-Highlights. Lasst uns doch wissen, welche Spiele euch optisch am meisten beeindruckt haben.